Hallo liebe Soul Family. Gestern wäre eigentlich Grid Work Call gewesen, nur wurde ich leider gestern abgerufen. Es gab einige Dinge zu besprechen auf dem Schiff. Für die, die sich interessieren, wie war ich dort? Es war, das Bewusstsein wurde extrahiert und dort dann weitergesprochen. Das heißt, der Körper ist erstmal hier geblieben. Mit dem Fragment, ähnlich wie wenn ihr euch schlafen legt, nur das eben, ja. Dass mir ich sehr bewusst sehr wohl in meinem Körper bin auf dem Schiff, während ich aber weiß, dass der Körper hier zurückbleibt, weshalb es nicht möglich war, gestern den Gridwork Call zu machen. Grund für diesen kurzfristigen Abruf war das große Thema Ascension. Ascension für den Menschen, für einen Teil der Menschheit und eben einen großen Teil von den Starseeds. Und ich würde so unglaublich gerne so viel mit euch teilen, aber ich weiß tatsächlich im Moment nicht, wie ich das alles in einen Container packen kann, dass es verstanden wird, dass es auch mit einem offenen Herzen aufgenommen werden kann. Das heißt, ich werde das euch in Portionen die nächsten Tage und Wochen Stück für Stück geben, weil einige Dinge sind bekannt, aber nicht in der Tiefe, wie ich sie mit euch teilen werde. Viele aus der spirituellen Szene, besonders die, die sehr lange schon in diesem Gebiet unterwegs sind, werden wahrscheinlich sehr stark getriggert werden, weshalb ich euch einlade, das wirklich über das Herz aufzunehmen. Manche Dinge sind ungemütlich, die ich teilen muss. Andere Dinge werden einige Sachen wieder verknüpfen, sodass die Puzzleteile, die ihr über die ganzen Jahre gesammelt habt, die ganzen Gefühle und Intuitionen, die ihr habt, die Bilder, die die Einzelnen bekommen haben von euch. Ja, einfach ein ganzes, dass es ein ganzes Bild wird. Ich lade euch ein, bevor ich jetzt anfange, die ersten paar Zeilen zu teilen, dass ihr wirklich in euer Herz fühlt, dass ihr über euer Herz das aufnehmt, was ich euch sage, nicht mit dem Kopf, nicht mit dem Verstand, weil das ist nämlich der Teil, der sich wahrscheinlich sehr stark ärgern wird. Also ich zentriere mich auch nochmal schnell, bevor ich das mitteile. So drei tiefe Atemzüge ins Herz reichen hier vollständig aus, damit das wirklich in der Liebe aufgenommen werden kann und das Herzbewusstsein ist eh so viel weiser als der bewusste Verstand und der einfach, ja, anhand von dem, was er weiß, urteilt und managt und macht. Okay, also ein großer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Galaktische Föderation der Planeten. Galactic Federation of United Planets auch genannt. Es gibt noch einen anderen Begriff, der in der New Age Community unterwegs ist, und zwar Federation of Light. Das ist etwas, was New Age ist. Es ist nicht vorhanden, es existiert nicht. Die Föderation der vereinten Planeten ist eine Föderation in der 5D, dort wo wir hingehen. Das heißt, wir werden alle mit dieser Föderation in Kontakt sein und die meisten von euch sind Mitglied in dieser Föderation. Diese Föderation managt das Erdprojekt. Die Föderation selber ist in Form von Starseeds, in Form von ETs, die in den Hybridkörpern oder menschlichen Körpern unterwegs sind auf der Erde, um zu helfen, um zu unterstützen, um die Menschen, ja, den Menschen als Guides zu dienen, um ihnen ja so ein bisschen Moral beizubringen. Warum sage ich das? In der spirituellen Szene wird die Föderation gerne als negativ bezeichnet und als böse oder andere Dinge. Und ich möchte euch hier erinnern, ihr seid die Föderation. Ihr seid es. Und alle Stempel, alle Wertungen, die ihr, ja, die ihr in euch habt, besonders die dualistisch sind, die Dualität schlägt in eurem Herzen. Die Föderation ist vollkommen neutral. Sie ist einfach nur, weil sie sind die Beobachter. Sie passen auf, dass alles nach Plan läuft, dass es keine großen Katastrophen oder andere Dinge gibt, die die Menschheit sich kreiert, weil die Menschen sind eine junge Spezies, die hier wachsen darf auf dem Planeten, bekannt als die Kreatorenschule. Das wurde schon vor vielen Jahrzehnten durchgechannelt von mehreren Channel-Medium, dass wir die Kreatorenschule hier sind. Das heißt, die Erde ist ein Planet, der,
ja, dazu da ist, um neue Rassen zu kreieren. Und deswegen gibt es die Mondmatrix, deswegen gibt es 3D. Wenn alles außerhalb des Universums 5D ist, ist das, was auf der Erde 3D ist. Die Kreatorenschule, durch die runtergefahrene Frequenz ist es möglich, ja, dass die Gedanken sich nicht sofort umsetzen und das Chaos innerhalb des Planetensystems bleibt und nicht galaktisch wird. Unter anderem die ganze Negativität, die hier auf der Erde ist, ist einmal eine Kreation der Menschheit, des Menschenkollektives selber, aber auch zum größten Teil von denen, die spirituell wach sind. Nämlich von denen, die mit dem Finger auf andere zeigen, die sagen, der Vatikan ist böse, die sagen, die Regierung ist böse, die sagen, die Föderation ist negativ, die sagen, die ETs sind negativ, die sagen, die Reptiloiden sind negativ. Letzten Endes außerhalb der Erde gibt es genug Reptiloiden und die sind durchaus sehr positiv. Auch Alpha Draconians sind sehr, sehr positiv. Außerhalb des Erdorbits und das, was diese Rassen und die Kreationen negativ sein lässt, ist einzig und allein die Dualität im Herzschlag jedes Individuums. Und ein großer Teil von dem Treffen gestern mit den verschiedenen Teams ging eben genau darum, ja, dass im spirituellen Kollektiv eben sehr viel Spaltung stattgefunden hat. Da sehr viel Dualität im Herzschlag auch des spirituellen Kollektivs ist, innerhalb der Starseeds, die hier eigentlich sein sollten, um den Leuten zu helfen, was sie nicht wollen. Das heißt, ihr seid eigentlich hier, um den Frieden zu machen mit der Dualität in euch. Das, was ihr seht, ist ein Realitätsangebot und soll euch daran erinnern, dass ihr die Entscheidungskraft habt und euch daran erinnern, dass es genau das ist, was ihr nicht wählen möchtet. Und eure Aufgabe ist es, dass ihr, ja, den Raum haltet für euch und die Dualität loslasst. Die Dualität loslasst in eurem Herzen. Aufhört zu verurteilen, aufhört zu schimpfen und ins Opfer zu spielen, um Schluss endlich auf den Punkt zu bringen, weil sehr viele tun das. Die das nicht tun, ihr macht alles richtig. Ich bin euch unendlich dankbar und ich bin hier wirklich nur der Botschafter von dem, was gesprochen wird. Es spiegelt hier keine Meinung von mir wider. Es soll hier kein Angriff sein, sondern es soll eine Erinnerung sein von den Guides aus den oberen Wässern, aus der 5D, dass es an der Zeit ist, dass ihr wieder in euer Center kommt, dass es an der Zeit ist, dass ihr wieder in die Mitte kommt, dass ihr in den Frieden kommt und dass ihr euren Frieden mit der Welt macht, die sie spiegelt und euch nicht reinfallen lasst in die Denkweisen und Strukturen, die ja, euch als Realität angeboten werden, weil ihr seid die Liebe und ihr seid der Frieden und ihr seid hier mit einer Mission, ihr seid hier mit der Mission, den Menschen zu zeigen, wie es eigentlich geht. Ihr seid die Lehrer, ihr seid wie die Kindergärtner und ja, verhaltet euch nicht wie Kinder, sondern seid die Kindergärtner, die Erwachsenen, die wissen, wie es eigentlich ist, die wissen, wie die Realität kreiert wird. Und die Realität kreiert sich immer durch den Fokus, die Realität kreiert sich durch, ja, das, was du nährst. Und je mehr ihr auf alles schimpft, obwohl ihr Teil der Schöpfung seid, obwohl ihr selbst diejenigen seid, auf die ihr schimpft, gilt es jetzt umso mehr, das zu erkennen und das zu korrigieren. Der Punkt ist, dass Ascension stattfindet, dass Ascension auf dem Weg ist, dass sie sehr viele mitnehmen wird, das heißt, die Menschen mitnehmen wird, die bereit sind, in 5D zu gehen und auch die Starseeds mitnimmt, um weiterhin, ja, die Menschen dann in 5D zu unterstützen und zu guiden in ihren ersten Steps in das galaktische Zeitalter. Wenn alles außerhalb der Erde 5D ist und ja, von mehreren Seiten und Channel-Medien und von vielen Quellen gesagt wird, dass 2023 das Eintritt der Menschheit in den galaktischen in die galaktische Community ist, dann heißt das natürlich, dass 5D ansteht in diesem Jahr für alle von euch. Und auch was dem physischen Rad gestern sehr wichtig war, auch von Arcturus und von Andromeda. Ja, sie sind 9D, die ich kanalisiere, aber sie existieren in allen Dimensionen und Dichten, so wie ihr bereits auch 9D, 10D, 11D, 12D, die Quelle selbst seid, existieren sie in verschiedenen Ebenen, so wie ihr in verschiedenen Ebenen existiert. Also bitte bedenkt auch das, wenn ich das hier sage. Ja, die Arcturians sind durchaus sehr physisch und die Andromeda sind auch physisch und die Pleiades sind auch physisch, weil auch sie ihre Wege gegangen sind und die meisten von euch, ja, eben auch, ja, und
Den Arcturians war es wichtig, dass jetzt die Mentalkörperreinigung stattfindet, dass das Unterbewusstsein gereinigt wird, eben genau von diesen Konzepten und von diesen Mustern, und dass man nochmal hier genau abwägt, welche Realität wähle ich, anhand von dem, was ich sehe. Es ist momentan sehr viel Chaos in der Welt. Wir haben es hier zu tun mit Wirtschaftskrisen, wir haben es hier zu tun mit Umweltproblematiken, mit Katastrophen weltweit. Wir haben es hier zu tun mit Aufständen, wir haben es mit Kriegen zu tun und lauter anderen Dingen, die uns genau nochmal erinnern, zu differenzieren und raus aus dem Opfer zu gehen und zu erkennen noch einmal in der Tiefe, dass wir die Kreatoren unserer Realität sind und wir sollten es besser wissen. Wir sollten diejenigen sein, die den Menschen zeigen, wie es geht. Und hier ist der Call an all die spirituellen Heiler, an die, die bereits schon so viel wissen, eben genau in diese Rolle zu treten und das, ja, beginnen zu leben und zu fühlen und den Menschen als Vorbild zu dienen und eben rauszugehen, aus dem Finger zeigen und reinzugehen. Weil wenn immer ein Finger nach vorne zeigt, zeigen doch immer noch sehr viele weitere Finger auf euch. Das heißt, ja, lasst los, was euch nicht dient, hört auf zu schimpfen, nehmt die Kreation an, macht diesen Frieden und nehmt das mit, was sehr viele von euch, die als Lehrer hier sind, die Starseeds, die diese Ascension-Welle unterstützen, die eine Extraktion ist letzten Endes, die Ascension-Welle unterstützen, gehen mit dem ganzen Wissen, was sie hier sammeln, dann relativ schnell von der 5D in die 6D über, weil auch das dann die nächste Welle der Ascension ist. Und viele von euch spüren, dass das nach 5D sehr schnell 6D kommt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, nochmal in den letzten Monaten auf diesem Planeten in 3 und 4D einfach nochmal genau für euch zu checken. Weil alles, was ihr seht, ist eure Realität. Alles, was ihr seht, sind Ideen, Konzepte, Glaubenssätze, Muster, die es gilt einfach loszulassen in Liebe und daraus zu wachsen. Also jetzt gerade in den letzten Monaten oder in den nächsten Monaten wird unglaublich viel spirituelles Wachstum nochmal stattfinden. Und ihr werdet so viele unendliche Möglichkeiten haben, in die Tiefe zu gehen und zu wissen, wer ihr seid und was ihr seid. Und ja, dieses Wissen einfach zu integrieren in den anderen Aspekten und anderen zu zeigen, wie ihr das macht. Das heißt, es ist jetzt nicht die Zeit, das Wissen zurückzuhalten, sondern jetzt ist die Zeit, das Wissen zu teilen, frei zu teilen und möglichst vielen diese Möglichkeit zu geben und die Chance zu geben, nochmal zu wachsen. Und das ist der Grund, weshalb auch diese Message an euch, jetzt gerade nach dem Gespräch gestern mit Föderationsmitgliedern und mit der Crew, es war gestern sehr turbulent in der 5D tatsächlich und auch für mich sehr turbulent. Und natürlich, ich habe kurz überlegt, ob ich, ja, ob ich das alles hinschmeißen soll und sagen soll, jetzt möchte ich auch nicht mehr, weil das, was auch geteilt wurde, natürlich sehr, sehr, sehr tiefgehend war. Und auch so, ihr merkt das an der Energie, dass jetzt auch hier nochmal ein kleines Wachrütteln von meiner Seite kommt. Ja, das, worum es jetzt, was jetzt so wichtig ist, so in den nächsten Schritten. Und ja, es geht halt einfach so viel wie möglich als Beispiel jetzt voranzugehen und das Wachstum wirklich, ja, das Wachstum die oberste Priorität jetzt hat und ihr jetzt nochmal ganz tief fühlen dürft, was eure wahre Essenz ist und einfach Dualität, ja, loszulassen, weil die 5D ist auch eine Dimension, eine Dichte, in der es Dualität gibt, aber nicht mehr so stark wie hier. Und ihr könnt hier nochmal intensiv lernen, was ihr nicht haben möchtet, was ihr nicht mehr wählen wollt. Und das als Beispiel für andere und anderen zu zeigen, wie ihr wählt und euer Unterbewusstsein natürlich mit so ein bisschen bereinigt und befreit. Und die Menschen, die ja bereit sind, die diese notwendigen Schritte gemacht haben, sind die, die mit uns in die 5D gehen. Und ja, mit uns Stellar werden und ein Teil eben, weshalb diese Kreatorenschule auf der Erde existiert und die Starseeds als Schäfer sozusagen hier runtergehen, um die Schäfchen zu unterrichten und sie zu unterstützen, sie zu guiden, ihnen zu zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, sich gegenseitig in die Luft zu springen und andere Dinge zu tun. Ja, wir werden ihnen dann helfen, sich zu orientieren in dem stellaren Alter. Und 5D heißt eine höhere Frequenz. Das heißt, es manifestiert sich alles viel, viel schneller, was wir hier in unserem Unterbewusstsein und Bewusstsein haben. So wie wir schwingen, kreieren wir unsere Realität. Und es gibt auch in der 5D problematische Planeten. Es gibt in 5D auch Rassen, die ihre Thematiken haben, die
diese Thematiken gilt es einfach nicht in die 5D mitzunehmen. Deswegen auch solche Konstrukte wie das Schimpfen auf Regierungen, das Schimpfen auf Vatikan und die bösen, bösen Reptiles und die bösen, bösen irgendwas, ja. In dem Moment, wenn ihr das in eurem Coding habt, wenn ihr das in eurem Unterbewusstsein habt, zeigt ihr, dass ihr nicht bereit seid für die Ascension. Und das war gestern nochmal der nächste Schock. Dass das auch nochmal wichtig ist, dass ihr das wisst und viele werden jetzt sagen, ja. Ja, sie haben ganz klar gesagt, dass solange ihr das nicht loslasst, dass ihr nicht, dass ihr die Ascension wartet. Und das heißt, das Schimpfen auf andere muss losgelassen werden. Das ist das Allerwichtigste. Lasst die Dualität los, geht in euer Herz. Das ist die wahre Essenz. Da sitzt eure Seele. Da sitzt alles, was ihr seid. Die Herzfrequenz, die Herzkohärenz, Liebe, Frieden, Freude. Ja, der Frieden mit sich, der Frieden mit allem, was draußen passiert. Es ist das Schwerste, was ich euch natürlich aufrufe, wo ich euch bitte, das zu tun. Aber das ist das, was jetzt von euch verlangt wird, damit ihr genau das nicht mit in 5D nehmt. Weil letzten Endes ist es so, dass ihr eure Dichte seid. Ihr seid eure Realität. Ihr tragt eure Realität wie ein Koffer, wie ein Rucksack immer mit euch. Und ja, was wollt ihr nicht mitnehmen? Und das lasst los. Und das ist die große Botschaft, die ich hier habe von dem Meeting. Und es gibt keine Negativität im Außen, es gibt nur die Negativität im Inneren. Und die gilt es jetzt loszulassen, die gilt es jetzt zu heilen in Liebe, in Vergebung, in Verzeihen. Und es gibt keine anderen, es gibt immer nur ein Du, es gibt immer nur ein Ich und es gibt immer nur ein Wir. Als Kollektiv, wir als Gemeinschaft. Und ja, es fällt mir schwer, das zu teilen, weil ich weiß, dass es einige gibt, die daraufhin vielleicht meinen Kanal verlassen. Und das ist okay. Das ist okay. Dann seid ihr noch nicht bereit, den Weg zu gehen. Aber das ist das, was ich jetzt teilen muss. Das ist die Wahrheit. Und ich weiß aber auch gleichzeitig, dass unglaublich viele das schon spüren, wovon ich spreche. Unglaublich viele, die verstehen, was hier wichtig ist und die auf dem Weg sind und für die das jetzt nochmal ein Aha-Erlebnis ist und die jetzt genau sich bestärkt fühlen auf dem Weg, auf dem sie sich bereits befinden. Und diese kleine Erkenntnis, dass die Negativität, die ihr im Außen seht, die Negativität in eurem Inneren ist, das ist das, was die spirituellen Lehren schon seit Jahrzehnten versuchen euch zu sagen. Und ich jetzt nochmal mit mehr Background und mehr, ja, mehr Schütteln euch nochmal gesagt habe. Und ich bin hier, ich unterstütze euch. Ich werde euch weiter unterstützen. Ich werde nicht in die 5D gehen, bevor wir dieses Boot nicht gemeinsam. Ja, bereitet haben, bis wir nicht. Ja, wir sind gemeinsam hier und ich bin hier, ich bleibe hier und ich unterstütze euch und ich werde das von Herzen tun und es ist meine Mission, euch in die Kraft zu bringen und es gehört auch hier dazu, in dieser Kraft zu sein und die größte Kraft, die ich in euch wecken kann, ist die Erkenntnis, dass ihr alles in der Hand habt, jetzt Liebe zu sein, jetzt Frieden zu sein und jetzt die Dualität abzuwählen mit der Erkenntnis, dass es einfach genug ist. Ihr dürft Nein sagen. Ihr dürft im Frieden und in der Liebe Nein sagen zu der Dualität. Und damit, ja, eine holistische Denkweise, eine holistische Sichtweise in das Kollektiv der Menschen bringen. Und das ist das, wozu ihr da seid, ein holistisches Kollektiv zu gründen. Und ihr seid der Anfang, ihr Lieben. Ihr seid der Anfang für das, was kommt und macht die Schritte. Und ich bin für euch da und wir sehen uns die nächsten Tage wieder und ich liebe euch. Und ja, und für die, die jetzt auch nochmal dieses Rütteln merken und dieses Kribbeln und noch nicht wissen, wo es hingeht, es wird Ende April, Anfang Mai ein Starseed-Aktivierungskurs geben, in dem ich alles teile, wozu andere vielleicht noch nicht ganz bereit sind. Wenn ihr spürt, ihr seid bereit, ja, tatsächlich das Spiel zu verlassen und zum Spieler zu werden und nicht mehr zum Gespielten. Wenn ihr bereit seid, die komplette Wahrheit zu hören, zu erkennen in euch, weil ich kann euch keine Wahrheit nennen, die nicht in euch existiert. Das heißt, wenn ihr bereit seid für die Erinnerung, und euer komplettes
Wissen zu aktivieren. Lade ich euch ein zum Starseed-Aktivierungskurs und ich werde alle Informationen dazu mit dem Link in die Box packen. Und ansonsten, ich danke euch, ich liebe euch, ich hoffe, ihr versteht. Und ich muss selber noch integrieren, was alles gesagt wurde, was alles gesprochen wurde. Auch mich hat es sehr geschüttelt und das war not easy. Und ich liebe euch und ich bin für euch da und wir sehen uns die nächsten Tage und bis bald.